So, ja moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von TheBuzz. Heute sind wir unterwegs wieder mit den MAN Line City DD von TXL Flughafen Berlin, den es ja noch gibt, aber nicht mehr in Betrieb ist, soweit ich weiß. Und ja, würde ich sagen, melden wir uns an, schicken wir uns rein und dann geht auch die wilde Fahrt direkt los. Genau. Wenn wieder Ruckler im Video sein sollten, kann ich ja nichts dafür. Es tut mir leid. Ja, genau. Wir sagen, schwingen wir uns rein und dann geht es auch gleich schon direkt los. Und ja, mal hier. So, machen wir die Zündung an. So, unsere PIN ist die 1990. Linie 500, okay. Kurs 7. So, erreicht. Jetzt haben wir noch gut 20 Sekunden Zeit. Oh, huch. So, AB, einmal normal. Danke. Und das auch ABC. Ist halt jedes Mal nervig, dass man jetzt zurückklippen muss, aber gut, kann man nicht ändern. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst da gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr freuen. Die möchte ich wieder natürlich normal haben, immer dieses hin und her, man mag's. Ja, wie gesagt, das letzte Video von TheBuzz habe ich ja gezeigt, was hier in den Update neu enthalten ist. Wir haben einen neuen Fahrscheindrucker. Einmal alles neu aufgefrischt. Genau, also Kleinigkeiten. Ja, das wäre Tierflügelsperre. Kamera brauchen wir natürlich wie immer eigentlich nicht. Die machen wir aus. Also ich brauche sie zumindest nicht. So, ja, ein bisschen Fenster auf. Rolle runter ein Stück. Genau. Mit dem Gerät hier weiß ich nicht für was es ist, aber man kann hier irgendwie noch nichts machen. Das Datum stimmt auch nicht so ganz, weil wir haben nämlich nicht den 1.7.2004. Gut, das wäre aber nebensächlich. So, da haben wir auch schon direkt eine Minute Verspätung. Macht sich richtig gut auf jeden Fall. So, Feststellung muss raus, Gang rein und los geht's. Wie gesagt, wenn das Video ab und zu ruckeln sollte, tut man es halt, wie gesagt, immer noch leid. Sieht man an der Grafikkarte. TXL hatte ich auch nicht gemacht auf meinen Kanal. Also noch hier fahre ich es nicht komplett, weil bei meiner Reichweite, sage ich mal, brauche ich jetzt hier nicht über die ganze Linie fahren, wenn die Leute, sage ich mal, nicht mal 5 Minuten in das Video reinschauen. Ja, müssen wir da eigentlich lang fahren? Ja, ist klar. Ja, ich hoffe, von der Tonqualität her passt alles, auch mal ich denke schon. Wie viele Kilometer müssen wir fahren? 1 Kilometer. Ja, auch jetzt in Zukunft, was mein, sag ich mal, YouTube-Kanal betrifft. Wird es echt nur noch TheBuzz, Terrain and World, Landwirtschaftssimulator und Zusi 3 erscheinen. Mit, wie gesagt, Bustomator 21 bin ich fertig, weil das ist halt, ja, Spiel ist halt übelster Reinfall in meinen Augen. Ist halt leider so, aber naja. Aber es, ja, habe ich die meisten Aufrufe gemacht. Wie bei den einen Videos, ich glaube 8.300 Aufrufe. Hilfe echt gut. Ja.
in 600 Metern haben wir unsere Haltestelle erreicht. Buchholzweg, glaube ich. Was willst du denn, Mann? Ach so, ABC, ja, alles klar. Boah, es ist doch so nervig hier. Wie gesagt, ich wollte sagen, zwei Haltestellen fahren wir noch. Ja. Was ist das mit den kurzen letzten Bildern gemacht? Ich habe es ja gerade eben schon mal angehört, deswegen warum. Und ja. So. Kilometer erst. Wie weit sind die Haltestellen noch mal? Na, wo liegt denn der Wetter daran, dass das ein Express ist? Das kann nicht sein.
müssen auch, ich glaube, wir müssen nach rechts. Nein, doch nicht. Wir müssen geradeaus. Ich glaube, hier müssen wir nach links. Nee, doch nicht. Noch nicht. Wo war es die nächste? Auch schon eine Straße. So. Turmstraße, Beusselstraße. Muss man hier halten? Nee. Hier noch nicht. Da vorne müssen wir mal links. Würde ich sagen, da beenden wir unser Let's Play gleich. Ampeln sind richtig ekelhaft hier, ne? Ja, wie lange die rot sind teilweise. So. Was ist das denn für ein Ruckler gerade hier?